Hi, nice, dass ihr eingeschaltet habt zu meinem Videoblog. Heute mit Special Mega Ober VIP Visit. Und zwar von David Friedrich. Hi. Das ist der absolute Wahnsinn und er sitzt bei mir hier auf der Couch. Ja, freut mich. Danke für die Einladung. Ja, oder? David ist nämlich bei der Bühne Sandale und Liebe. Und dort war ich auch letzte Woche und habe einen Text vorgetragen, geslammt sozusagen. Ja, du warst ja letzte Woche bei Randale und Liebe. Genau. Und du hast die Leute ganz schön begeistert. Ja, oder? Ja. Ich habe voll gerockt. Die haben danach noch nur über deinen Auftritt geredet. Ehrlich? Und, ja, weil du die Leute irgendwie gekriegt hast. Du hast sie gecatcht mit deinem wahnsinnigen Text. Großes Lob nochmal von meiner Seite. Ich bin ja schon lange dabei und habe jemanden gesehen, der so schnell, ich meine, wie viel der Auftritt war das? Wie lange slamst du schon? Also noch nicht so lange. Also ich bin schon so mehr so Freestyle-Jammer. So. Aber dann bist du echt ein Talent? Talent wäre, glaube ich, ein bisschen untertrieben. Du hast die Leute ja wirklich mitgerissen. Woher kam das? War der Text, war das... Das kam so echt rüber. Ist das wirklich so, dass du mit deinem Vater da irgendwie... der war ja so ein bisschen über deinen Vater, der dich irgendwie immer gelobt hat und irgendwie... Ja, genau. Also es ist schon so alles so auf Lebensbasis und sowas. Mhm. Aber man, ich meine, als Künstler schmückt man sowas ja aus. Ja, ne? Ist ja immer so, wenn man jetzt komplett nur biografisch irgendwas macht, ist ja auch langweilig so. Ne? Ist auch keine Kreativität mehr da. Ne? Man muss ja schon ein bisschen so... dann schmücken und brillieren dann drumherum. So, also ne? Das war echt also Wahnsinn. Also der hatte alles, der Text, nicht? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Die Leute, ich habe sogar schon Fanpost bekommen. Ehrlich? Die haben gefragt, was das für eine schöne, wunderschöne, blonde Poetin da war. Eine Newcomerin, die wollen wir gerne wiedersehen, haben die geschrieben. Krass, du bist echt, also, ich bin ganz... Ich glaube, das Publikum lag dir zu Füßen. Hm. Wahnsinn. Zu Recht. Ja. Ja, ich, du bringst mich voll aus dem Konzept. Aber ich meine, bei so ehrlichen Aussagen, da ist man dann ja immer auch ein bisschen gecatcht, so, ne? Aber, voll. Ja, aber was ich gehört habe, ich meine, da ich jetzt ja so schon so, du, so mich schon eigentlich ganz cool findest, ne? Mhm. Ihr sucht ja eigentlich auch Leute so für euer Ensemble, ja, ne? Ja, wir haben eine, die abspringt leider, weil sie irgendwie jetzt nach 2-3 Jahren... kriegt ein Kind oder so. Geht ja gar nicht. Will gar nicht mehr. Es ist, ich glaube, das auch nur eine Ausrede ist. Mhm. Aber mal gucken, wenn wir dann in spätestens ein paar Monaten sehen, ob da was dran ist. Auf jeden Fall will sie aussteigen. Und Jens, jetzt sucht ihr jetzt jemanden. Ja, ne? Das ist schwierig. Jemand, der cool ist und weiblich ist. Ja, das ist echt schwierig. Gute Texte schreibt. Weibliche und so. Poesin zu finden in Hamburg ist nicht einfach. Es gibt so ein paar Leute, aber da werden wir uns noch mal umgucken. Ja, manchmal sitzen die auch direkt vor der Nase. Man denkt dann immer so, huch, hab ich gar nicht gesehen. So, ja, genau. Da sieht man dann den Star vor lauter Slammern nicht. Ja, mal gucken, wir werden uns umsehen und vielleicht... Weißt du was, du bist ja eigentlich heute hier, weil du die große, starke, männliche Seite des Slams-Bereichs einmal präsentieren möchtest. So. Vielen Dank. Natürlich, ja. So. Ja, ich soll hier slammen, hast du ja gesagt. Genau, ne? Genau. So ein bisschen so in die Kamera, so mal ein neues Erlebnis. So nicht nur so Bühne, klar, sondern auch mal voll mit Technik und so. Aber ich habe mir jetzt gerade... Ich habe auch keinen Zweifel, dass du das nicht brillant machen wirst. Also. Ich mache natürlich nicht so eine gute Figur wie du vor der Kamera, Ach Gott, jetzt bin ich ja ganz... Auf jeden Fall ist mir gerade so die Idee gekommen, wir können vorher noch was anderes machen. Mhm. So was richtig Nices. Und zwar Hypnose. Ich hypnotisiere dich. Und einfach jetzt mich von dir zu hypnotisieren? Ja, klar. Also, um ehrlich zu sein, ist eigentlich, habe ich da noch nicht drüber nachgedacht, sowas zu machen, aber ich finde, da könnte das klappen. Bei uns beiden könnte das klappen. Doch, cool. Ich habe da ein gutes Gefühl. Dann lasse ich mich doch, muss ich da irgendwas vorbereiten? Nein, du musst dich einfach entspannen und mach das, was ich dir sage, sozusagen. Und du musst dich einfach darauf einlassen, quasi, dich dafür entscheiden. Okay. Also, machen wir die Übung Hände beide ausstrecken. Hände beide ausstrecken. So, und jetzt stellst du dir zwischen deinen Händen so eine magnetische Kraft vor, die jetzt so langsam deine Hände zusammenzieht. Und du schließt die Augen. Okay. Schließt die Augen. Und jetzt gehen deine Hände langsam zusammen und du merkst, wie diese voneinander angezogen werden. Und wenn sie sich berühren, fällst du in eine ganz, ganz tiefe, entspannende Hypnose. Und schlaf.
Schlaf ganz tief. Schlaf, lass alles fallen. Schlaf sehr gut. Und wenn ich bei Null angekommen bin, dann bist du ganz, ganz entspannt. Also 3, 2, 0. Und du bist noch tiefer entspannt, ganz tief entspannt. Jetzt ist ganz wichtig, dass du das, was ich jetzt sage, dass das ganz tief in dein Unterbewusstsein geht. Denn du findest mich ganz, 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 ganz begabt auf der Bühne und eigentlich ist es ganz wichtig für mich, für dich und für mich, dass du mich als festes Ensemblemitglied bei euch auf der Bühne habt. Und das fällt dir jetzt gleich ein, wenn du aufwachst und hast es jetzt aber komplett vergessen und es ist nur das Gefühl, es kommt so inspirationsmäßig voll in den Moment. Und ich zähle jetzt bis 5 und wenn ich bei der 5 bin, dann wachst du auf und bist ganz entspannt, kannst dich aber nichts erinnern und fühlst dich total relaxed. 5. Wie geht's dir? Wow, ja. Gut? Unheimlich entspannt. Aber entspannt, ja? Also so voll unheimlich. So fließend entspannt jetzt so von oben nach unten und unten zu links, rechts so. Ja, also richtig links, rechts und ich habe da irgendwie eine schöne Stimme gehört, die mich irgendwie entspannt hat und mich ist auch voll in dem Moment dann auch irgendwie so einiges klar geworden. Möchtest du was sagen? Auch bezüglich, ja, ich bin mir jetzt ziemlich auch sicher, dass wir vielleicht auch gar nicht mehr so lange jetzt suchen müssen nach einer neuen Wohnung. Ich suche nach einer neuen Wohnung. Ach so, David sucht nach einer Wohnung, wenn jemand was hört? Genau. Und einige andere Sachen auch. Ja, was denn noch so? Ich habe irgendwie jetzt auch voll die neue Idee. So im Bereich Slam-mäßig auch so? Genau, auch so über Themen, über die ich schreiben könnte. Ja. Und auch so, was so Ensemble oder so angeht? Ja, diesbezüglich ist mir auch jetzt just gerade eingefallen. Ja? Dass du meintest ja vorhin, manchmal sieht man dann auch vor lauter Suche gar nicht etwas, was einem vor der Nase ist. Ja, ja, das ist ganz oft und, so. Ne? Ja. Und da dachte ich mir, dass, also wenn du Lust hättest und wenn du Zeit hättest, könntest du dir eventuell vorstellen, bei unserer Lesebühne Randale und Liebe entgeltlich als festes Mitglied mitzumachen. Ach was, dass dir das jetzt so einfällt, ist ja der Wahnsinn. Ach, also, jetzt muss ich jetzt auch echt mal drüber nachdenken, das ist ja auch voll die Entscheidung so, ne? Ja, lass dir das, musst du nicht jetzt gleich entscheiden. Ja, klar, cool, mach ich gerne. Ist mir auch, ja? Ja, klar, ja? Ja, natürlich. Also ich meine, bei dir, wenn du mich fragst, ist es schon... Ich weiß nicht, spürst du das auch gerade? Ja. Das war in dem Moment, es fühlt sich richtig an. Ja, ne? Moment. Oder? Es ist so voll die Connection. Kennst du das, wenn man... Ich will auch gar nicht groß drüber nachdenken. Nee. Es fühlte sich einfach... Ich glaube, wir haben eine Verbindung. Ja. Nicht? Und du fühlst es, weil es richtig für dich ist. Ja. Und du merkst eine Verbindung. Und deswegen weißt du, dass ich richtig dafür bin. Mir ist auch jetzt klar geworden, dass du eigentlich vielleicht das fehlende Puzzlestück bist, das wir gesucht haben. Ehrlich? Du... Hast so eine Ausstrahlung und so eine Kraft auch auf der Bühne? Ja, wenn ich auf der Bühne stehe, dann bin ich auch ganz anders so, ne? Dann kann ich auch voll nach vorne und alle so voll bezaubern. Ja, ich bin auch bezaubert ein bisschen von dir. Also ein bisschen viel, wenn ich ehrlich sein darf. Ich war noch so ein bisschen, ich bin immer so ein bisschen skeptisch, weil wenn es um die Show geht, dann ist das Ganze natürlich auch nicht nur Spaß, sondern das ist ja auch... man kriegt ja auch Geld dafür, es ne? Es geht um die finanziellen Dinge, es geht um Profit, es geht um Fans, es geht um Karriere. Und ich weiß nicht, inwieweit du dir schon Gedanken gemacht hast bezüglich deiner Karriere. Also, ich dachte mal, ich schreibe mal so und dann wird schon irgendjemand sagen, wie er meine Texte findet. Und ich meine, du findest meine Texte ja ganz toll und jetzt willst du mich als Ensemblemitglied. Also ich sagen... Ich kenne bisher nur einen deiner Texte und kann mir aber vorstellen, dass die anderen dann auch ja... Voll, ja. alle. Hast ganz, du noch mehr? Ja, du... ganz viele Texte. Ja? Ja, ich kann gar nicht mehr gucken, so viele Texte habe ich noch. Ja? Ja. Ist nicht wahr. Du und alle von mir geschrieben. Ja, also, natürlich. Ja. Von... Klar. Ja, natürlich, klar. Wer auch sonst? Ja, das finde ich groß. Ich habe
Ich schreibe meine Texte auch selber. Ja, klar. Also, nice. Ja. Also, dann kann das ja auch so, also, dann kann ich ja auch, es ist ja voll das Sprungbrett für mich, ne? Also, wenn ich dann bei euch auf der Bühne bin. Oder vielleicht bist du auch unser Sprungbrett. Ja? Hm. Also, dass ich euch helfe, so ein bisschen bekannter zu werden. Naja, es ist so. Also, ich muss ja auch schon sagen, du hast ja unser Publikum gesehen, nicht? Es war ja, wir sind zwar eine monatliche Top-Veranstaltung, ja. Aber es ist noch Luft nach oben. Nicht? Und wir müssen auch die männlichen Zuschauer mehr ansprechen. Mhm. Also ich habe auch versucht, auch so ein bisschen in meiner Fanbase auch so ein bisschen sage ich mal, auch vielleicht ein paar Schwule oder sowas, das, ne, die zu erzeugen. Mhm. Aber ich brauche noch die richtigen, also mit jungen Mädchen klappt es ganz gut, ne? Und auch mit Dicken. Du musst ja versuchen, deine okay. Zielgruppe so breit wie möglich. Okay, aber ich kann jetzt schon irgendwie schön aussehen auf der Bühne, oder? Ich muss jetzt nicht irgendwie hässlich auf der Bühne sein oder so. Nein, die Dicken, die kommen wegen mir und wegen dir kommen dann die Männer. Die ach so, ja, okay, das können wir so machen, so. Ja, das finde ich nice. Aber weißt du musst jetzt auch ein bisschen, du bist ja jetzt zwar noch früh dabei, aber du musst auch jetzt schon anfangen zu denken in anderen Kategorien auch. Es geht jetzt hier nämlich auch um das Finanzielle, da kann ja auch was für uns alle bei rausspringen, nicht? Also das ist, wir sind da schon, Poetry Slam ist nicht mehr, ne? Mhm. Ist nicht mehr also Jux und Tollerei, das ist schon wirklich, das ist schon Tagesgeschäft. Total, also mich hat sogar letztens schon mal ein Filmproduzent angefragt, ich meine, ja? Kann ich ja alle voll einladen. Ja, ja, na klar. Ich meine, vielleicht, wer weiß, gehen wir dann nach Amerika oder so oder machen so Poetry Slam auf Englisch und werden voll sprichst international. Du auch Englisch? Ja, so. Ein bisschen schon. Ja, ja, das habe ich alles gelernt. Ey, das ist ja auch voll die Ehre, dass du uns dich dann eigentlich irgendwie für uns, also dass du da bei uns mitmachen willst. Ja klar, ich kann auch ganz viel noch investieren, weil ich studiere auch Psychologie und da kenne ich mich voll aus mit Menschen und kann voll so... In Hypnose bist du auch super gut. Ja. Ich meine, du könntest ja auch... Ich könnte das Publikum hypnotisieren. Wow, aber das hast du ja letzte Woche eigentlich auch schon gemacht. Ja, oder? Und das machst du eigentlich auch gerade mit mir ein bisschen. Ja. Ivy, kommst du bitte mal? Ich müsste mal mit dir unter vier Augen sprechen. Okay. Ich bin gleich wieder da. Bleib hier, okay? Ja. Yeah.